So, werte Geist und Geiserinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir schauen uns die Alpha, die Pre-Alpha von Crowfall an und heute mal, oder dieses Mal, mit dem guten Champion hier. Die anderen haben wir uns ja schon, ich glaube, alle angeschaut. Ich überlege gerade, ob ich auch gespielt habe, ohne euch mitzunehmen. Wir joinen das Match mal noch schnell. Es beginnt gleich random. Werden wir irgendwo zugewiesen? Aktuell sehr unausgeglichen. Ne? Das heißt, wir kommen jetzt wieder in ein Team, wo entweder nahezu alle drin sind oder fast keiner. Ne? Kann auch sein, dass wir jetzt alleine oder zu zweit hier stehen. Dient eben dem Testen. Ich nehme euch wieder mit. Wir gucken uns das ein bisschen an. Skill gibt es hier definitiv nicht. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn man das mal aktiver spielt, wenn es draußen ist und sich dann diese Videos anschaut. Dann nenne ich die, glaube ich, um in einfach mal die Alpha angucken. Und mute den Sound. Aber gut, das sind Sachen, über die man sich später Gedanken machen kann. Und wir sehen uns schon im Bild hier quasi. Als Champion, ne? Schöne Axt, schöner Helm, schöne Rüstung und einfach nur auf dem Kopf. Ach, gucke, wir sind im vollen Team gelandet. Ja, nice. Hallo, Sacred. AKG ist jetzt bei uns. Der ist ja letztes Mal zuerst gestorben, ne? Super geil. Super geil. Okay, ja, wir sind natürlich der brutale Typ, ne? Oberkörperfrei, Bauch so ein bisschen mit so einem modischen, dicken Gürtel bedeckt. Der war bei mir auch innen bei Weibern in der 7. Klasse war das der Fall. Da sind die alle so rumgerannt, weiß ich auch nicht warum. Keine Ahnung. So, Kollegen, wir legen los, ne? Es ist auch schöne Laufanimation, so ein bisschen Sion von hinten mäßig, ne? Gebt euch auch diesen Stirnacken. War der irgendwo im Farid Bang Video? Ich weiß es nicht genau. Neben Carsten Stahl oder so? Kann sein, ne? Kann sein. So, der reitet schon mal vor, da wieder so Ghost Rider mäßig mit seiner grünen Aura. Wir sind nicht der Letzte, das heißt, wir gucken uns nur mal an hier die Schwunganimation. Rechte Maustaste, haben wir einen Dash nach vorne, können direkt nochmal quasi... Zweimal hintereinander könnten wir das machen. Hier wird schon fleißig gefightet. Wir gucken uns direkt mal unsere C an. Okay, wow. Das war ja schon Great Kali Wrestling Move mäßig. Aber gut. So, wir bauen erstmal auch, ja, nicht Scheiße, sondern Wut auf, wollte ich sagen. Aber haben wir auch. Doch, Rage tatsächlich. Das ging sehr, sehr schnell. Habe ich echt überlegen müssen, ob das jetzt Mana ist oder nicht. Und E, Cancel-Kombo. Oh, guck mal hier. Die war jetzt komplett verbraten sicherlich. Nicht mal. Ich dachte, das geht jetzt mit der Periode quasi. Umso länger wir es kanalisieren, umso mehr Wut kostet es und so weiter. War aber tatsächlich nicht der Fall. War einfach so eine schöne Kombi und boah, die Moves sehen schon fett aus. Muss man so sagen? Muss man so sagen? So eine Axt möchte ich auf jeden Fall nicht ins Gesicht bekommen. Heißt, mit Auto-Attacks scheinen wir Wut aufzubauen, mit Fähigkeiten verbraten wir die. Mit Kombos machen wir logischerweise mehr Schaden und können mehr Fähigkeiten entfalten. Das ist hier im Moment im Menü noch ein bisschen unübersichtlich, möchte ich meinen. Aber man kann sich das ja vorher alles anschauen. So, jetzt hier. Wirbel, wir können es auch abbrechen, wenn wir merken, oh, wir sollten vielleicht doch lieber was anderes machen, weil unser Gegner ist gar nicht mehr in Range. Dann können wir das auch abbrechen. Wir gucken mal, unsere 4 hier, die sieht auch sehr evil aus. Okay, da werfen wir einfach eine Axt. Okay, bisschen Range mit drin, sehr, sehr schön. Zack, hier haben wir jetzt das Aufspringen. Dann haben wir hier einen Schrei, wunderschön, richtig. Da ist richtig noch Luft in der Lunge gewesen, ne? Nicht hier mit Zigarette, Piff, Paff, sondern einfach schön anschreien den Kollegen. Handschuhe haben wir bekommen, nehmen wir mit. Sehr, sehr nice. Da hinten wird schon gegen den nächsten gekämpft. Wir drücken mal unsere 5, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir einfach gar nicht mehr drücken. Oh, eine Axt, die will ich. Ja, ich hab sie. Ach, da kann das zurücklegen tatsächlich. Habt ihr das gesehen? Okay, ja, wie nehmen wir die neue Axt? Sieht ja auch gleich viel fetter aus. Ne? Und ihr seht, wir haben auch gar keine Standardwaffe equipped. Ist nicht so, als hätten wir da was ausgetauscht. Wir legen die einfach an. Ne? Man hat quasi eine Standardwaffe mit Standardwerten, die dann alle entsprechend haben. Ne? Und die kann man auch nicht, wie nennt man das, ausequippen oder ablegen einfach. Ne? Einfach ablegen. So, wir wärmen uns hier am Feuer ein bisschen. Ihr seht, das regeneriert relativ schnell Gesundheit. Kann mich gerade gar nicht erinnern, ob das beim letzten Mal auch der Fall war oder ob das nur bei unserem Halbnackten hier jetzt ist oder ob das nicht vielleicht sogar eine Fähigkeit war, weil jetzt hat es irgendwie auch aufgehört. Aber vielleicht haben wir jetzt auch einfach volles Leben. So, Frage ist jetzt, habt ihr auch nur keinen Plan und wuselt hier ums Feuer rum, weil ihr auch nicht wisst, wo wir hin sollen? Oder ist das jetzt schon Taktik? Hier einfach mal am Feuer warten, an einer relativ großen Siedlung und vielleicht mal in die Häuser reingucken. Und auch hier können ja eben Kisten, hier können Schätze liegen, ne? Das Ganze dann natürlich noch etwas schöner verpackt. Umgebung zerstören können wir noch nicht. Muss ja auch nicht sein bei solchen schönen Alpha-Modellen. Aber wenn wir mal gucken, guck mal hier die Kiste und so, sieht schon alles recht schick aus, ne? Fehlt noch ein bisschen Farbe. Aber an und für sich so die Tiefe und so, die ist doch schon mal da. So, Tiefe gibt es jetzt auch, nämlich tiefe Schnitte mit unserer Axt. Zack, die Hellcat, die Höllenkatze, ne? Und guck mal, auf unserer 5, seht ihr das, wie es sich da langsam aufbaut, können wir jetzt benutzen. Ah ja, guck mal, das ist so, ich sag's den WoW-Spielern, so Avatar-Krieger-mäßig wie es aussieht. Ne? Guck mal, wir regenerieren auch einen Haufen Gesundheit. Aber das können auch jederzeit Fähigkeiten unserer Freunde hier sein, ist ja klar. Handschuhe haben wir schon, gönnen wir euch, Freunde. Gönnen wir euch. Oh, der hat einen schönen Skyrim-Helm bekommen, guckt mal. Dovahkiin, ne? Crowfallborn oder so war das doch. Oh, schiebt uns hier einfach weg, die Eriam. Er läuft jetzt fort auch die Schnauze voll, ne? Kennen wir von mir schon.
Ah, die hat eben in ihr Buch geguckt, dann haben wir die Heilung abbekommen, ne? Kann man hier vielleicht so einen Baum fällen oder so? Das finde ich auch extrem lässig, dass man da vielleicht so auf falsche Fährten legen kann, ne? Dass man so mit der Umgebung quasi interagiert, so ein bisschen zerstören kann. Abholzen, ne? Das fände ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und wir gucken mal kurz, was unsere 6 noch macht. Okay, wir frieren uns selber ein. Kriegen dann sicherlich keinen Schaden. Ich dachte im letzten Game noch, das wäre eine Fähigkeit von einem Gegner tatsächlich gewesen, ne? Der da einfriert, einer der Magier vielleicht mit einer speziellen Kombo oder so, aber der macht ja eigentlich auch nur Feuer. Hätte ich mir eigentlich denken können, ne? So schnell kann es dann tatsächlich gehen. So, wir sehen übrigens auf K unten, können wir tatsächlich auf die Fähigkeiten auch hier verschieben, ne? Und so weiter. Ich dachte eigentlich, wir können die dann angucken. K. P ist Player, K ist Abilities. Wir müssen unserem Team auch helfen, ne? Ganz so einfach ist es dann nicht. Ah ja, hier haben wir das Player-Menü, K. Ah ja, da sind sie doch. Warum ging das denn eben nicht? Hier haben wir die Kombo-Möglichkeiten tatsächlich erklärt. Das meine ich. Das fehlte mir eben in-game, aber wir können es aufrufen. Alles gut. Alles gut. Sehr, sehr schön. Habe nichts gesagt. Hauen wir hier noch das letzte bisschen der Hellcat weg. Looten wir aus Anständigkeit nicht. Haben ja nicht mitgemacht, ne? Aber auch so haben sie das geschafft. So, go around and fight. Ja doch, ja doch, ja doch. Ich hätte gern auch noch ein bisschen Gear so eigentlich, ne? Oh, da hinten geht's schon los. Wir sind ja mittendrin, Freunde. Wir müssen gar nicht irgendwo hingehen. Warum greift ihr denn jetzt noch einen Mob an, wenn die da vorne offensichtlich sind, Freunde? Das wisst ihr auch nicht so genau, ne? Die überraschen uns so jetzt wieder und nutzen hier die Gunst der Stunde, um uns wegzuzimmern. Aber gut, so. Jetzt sind wir wieder der Gestante, ne? Aber das ist nicht so schlimm, denn dann gibt es jetzt hier eben direkt, zack, auch wieder von uns ins Gesicht. Schöne Zweier-Kombo direkt gedrückt. Und guck mal, der hält auch schon ein bisschen mehr aus, ne? Dafür, dass wir hier so mit 400, 300 und so weiter zuhauen, hält er ganz gut aus, der Kollege. Frage ist, werden wir von denen schon angegriffen? Nein, auch die kämpfen dann noch. Das ist natürlich auch sehr interessant. Frage ist, kämpfen die gegen Mobs oder kämpfen die gegen ein anderes Team? Das lässt sich auch nur auf eine Art und Weise rausfinden, möchte ich behaupten. Wir werden hier nämlich schon wieder angegriffen, möchte ich meinen. Das sieht nach einer Art Dot aus. Und zwar von diesem netten Herrn hier tatsächlich, wie es scheint. Ah ne, das ist doch keiner. Das war unser Zentaure dann nur. Das ist ein normaler, untoter Heini hier. So, benutzen wir auch mal ein paar Fähigkeiten, ne? Zack, hier die wirbelnde Pein. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Auch von der Animation ja, ne? Einfach so ein bisschen unkontrolliert die riesige Axt schwingen, ne? Darum ja auch die Abbruchmöglichkeit, weil man eben nicht so die Kontrolle drüber hat. So, interagieren. Schwert und Schild, ne? Das ist was für unseren Ritter-Heini. Ich bin ganz froh mit unserer Rüstung. Ein Helm ist ja auch nichts für so einen coolen Tieralk-mäßigen Camper hier wie uns. So, Kollegen, wenn wir da rein wollen, dann sollten wir das jetzt geschlossen tun. Und ihr habt doch Bock, oder? Ihr habt doch Bock. Kommt, ihr habt doch Bock. Ja, da war der Kampfschrei. Komm und los auf die Magier-Tussi. Komm, mach sie kaputt. Da wird direkt gedodged. Gehen wir hier einfach mal auf den Kollegen. Ach komm, zieht der den echt gerade weg von uns? Ich glaub's nicht. Will der wegrennen oder was macht der da? Was macht der denn? Der rennt echt weg. Die rennen echt weg. Die rennen echt weg, ich fasse es ja nicht. So, meine Gute, wie sieht's denn bei dir aus hier jetzt? Ah, greift uns die Katze an. Die rennen weg. Die rennen echt weg. Ja, komm, hinterher. Hinterher, wir können nicht. Wir können gerade nicht. Wir sind von irgendwas noch betroffen, noch von irgendwas bezaubert hier. So, aber jetzt hier, komm. Alte Zibbe. Zack, weg ist sie. Nice, ja, wenn drei Leute mit einer Axt auf sie draufzimmern, ne? Vielleicht auch nicht das fairste System hier gewesen. Kann man von den Mobs wegrennen? Ja, die resetten so ein bisschen. Guck mal da, wenn die weiterrennen würden, die scheinen Bock zu haben. Frage ist, Team, was sagt er? Hier jetzt weiterkämpfen? Den einen hatten wir schon fast. Ob der sich jetzt alleine so heilen kann, ist die Frage. Habt ihr Bock mitzumachen? Habt ihr. Komm, weg mit dem. Bringt doch Loot. Bringt doch Loot und Loot ist gut. Oder wie war das? Altdeutsches Sprichwort. So, wir sind auch schon ein bisschen besser drin, ne? Wenn man sich die erste Runde mal anguckt, so ein bisschen haben wir tatsächlich jetzt auch verstanden. Und können uns hier so ein bisschen auch behaupten, auch wenn das mit dem Kampfsystem noch nicht ganz so klappt, wie ich mir das wünschen würde, ne? Ist alles noch so ein bisschen, greife ich die jetzt an, greife ich nicht an, was habe ich hier überhaupt im Target und so weiter. Na, hier ist noch eine Rüstung, das haben wir beides eigentlich schon. Auf die Werte zu achten, erspare ich mir jetzt einfach hier mal bei einem ersten Test. Und sollte man vielleicht nicht, ne? Sollte man vielleicht nicht in so einem Game darauf nicht achten. Aber hey, wir kloppen lieber nochmal drauf. Und was war denn jetzt unsere 6 eigentlich? Ach nein, das war's. Aber wir kommen auch gar nicht raus, ne? Aber das kann noch sehr interessant werden. Machen wir den Schaden, wenn wir es freisetzen? Jetzt ist er schon tot, aber ja, man kann es nicht genau sagen, ne? Das zersplittert halt so. Handschuhe haben wir ja auch schon. NPC wrecked them. war ja so, ne? Das waren ja nur 2, die hatten ordentlich zu beißen. Gut, gehen wir zum Kristall. Ihr seht auch, guck mal, die weiße Aura. Oh, 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 oh. Die White Walkers, Freunde, sie kommen. Wir sollten echt nach vorne. 11 Spieler noch am Leben. Wir sind 5, das heißt, ein komplettes anderes Team lebt da auch noch. Da sind sie, guck mal, die laufen da so ein bisschen wie in den ersten Folgen von South Park, ne? Aber das kann natürlich problematisch werden. Und jetzt hat er uns auch gesehen, der schreibt das anscheinend gerade, dass wir da sind. Da werden die ersten Äxte auch geworfen. Haben sich umgedreht, haben uns jetzt auch gesehen, sind sogar einer mehr, wie es aussieht.
Und aktuell dürfte es so sein, weil noch nicht so viele so viele Taktiken und so weiter bekannt sind, dass hier die Mehrheit einfach wirklich auch viel ausmachen kann. Oh, wenn wir jetzt natürlich aber reingewirbelt kommen. Oh, schade, wurden unterbrochen. Ach du Scheiße, der Damage hier. Der Damage, und wir kriegen ja keine Wut aufgebaut. Jetzt sind wir wieder geblendet. Können wir unsere 5 denn machen? Bringt uns das überhaupt was? Ziehen wir mal lieber unsere 6. Sind wir unangreifbar, aber guck mal, hier haben wir nicht wirklich eine Chance. Das sind einfach noch 1, 2 mehr. Wir generieren auch in dieser Position hier zumindest einen Haufen Gesundheit, aber ihr seht, viel ist hier nicht mehr mit Fokus-Target wechseln. Da gehen wir einfach down. Aber fast wieder 10 Minuten überlebt. Hier jetzt ganz klar, da hinten noch so eine Katze gepult, die anscheinend auch uns noch anschießt. Jetzt natürlich die Gegner, wo sie weg sind. Aber da hatten wir jetzt tatsächlich keine Chance. Aktuell einfach so ein bisschen, um es mit WoW zu vergleichen, ne, auf lowerem Level, wer die meisten DKs im Team, der gewinnt, ne, und hier anscheinend, wer die meisten Spieler hat, gewinnt. Ist natürlich sicherlich dann, wenn es richtig draußen ist, auch immer ausgeglichen. Ja, aktuell wird ja einfach der Test gestartet, wenn genug Tester da sind. Aber wird dann sicherlich auch durch Taktiken und so weiter einfach möglich sein. Und vor allem wird man auf offenem Feld nicht komplett ineinander rennen, wobei sich das teilweise sicherlich je nach Strategie auch nicht vermeiden lässt. Ne? Wenn man sich auf einmal auf dem Feld dann begegnet, ruckzuck, ne, so schnell kann es gehen. So, ja, steht jetzt auch AFK rum. Ich dachte, wir sehen noch ein paar coole Moves. Ich sehe auch gar nicht, also 7 sind tatsächlich noch da. Das waren eben 6 oder auch 5, wenn ich mich nicht irre. Sah so aus, als wäre es einer mehr. Ja, die müssen die natürlich noch suchen. Kann ich das Fenster irgendwie ausmachen? Kann ich leider nicht, wie es aussieht. Schade, ich würde sagen, ja, das war ein bisschen rumglitschen hier, wunderbar. Vielleicht zeigt er uns ja, was passiert, wenn man vom Nebel erwischt wird. Ne, was macht er denn? Was ist, er weiß es selber nicht so genau, ne, er weiß es selber nicht so genau. Da kommt jetzt der Nebel. Gucken wir mal, er müsste jetzt eigentlich rein zum Kristall, ne, oder zu dem Feuer, da die letzten Kämpfe machen. Aber er tut es nicht. So, der Nebel kommt näher. Und er merkt so ein bisschen, er fliegt jetzt schnell durch die Luft, aber er will er sich erwischen? Er weiß es noch nicht genau, ne? Ich glaube, er will es uns mal zeigen. Ne, will er nicht. Er trollt uns einfach. Er trollt uns einfach. Der Sacred. Er hat gar keinen Bock, mir das zu zeigen. Aber gut, schauen wir ihm halt beim Escapen zu. Das Ding ist, er müsste ja jetzt trotzdem einfach da gleich reinflüchten, ne? Denn ob er will oder nicht, das Zeug kommt ja näher. Und nur beim Kristall ist Sicherheit im Endeffekt. So, wir sehen, der ganze Wald ist eingeschlossen. Das heißt, draußen kann auch keiner mehr sein. Ja, ist klar. Und die müssen jetzt hier alle drin sein. Die müssen jetzt gekämpft werden oder eben gewonnen werden. Wenn draußen jetzt noch irgendwer sein sollte, der jetzt nicht reingeschafft hat, der sollte dann Probleme kriegen. Ich würde sagen, ich cut euch einfach zu, wenn nochmal irgendwas anderes zu sehen ist. Tatsächlich sind hier jetzt die letzten Kämpfer nochmal aufeinander getroffen. Ne? Wirklich am äußersten Rand der Festung. Guck mal, der Nebel wird hier immer enger. Wir sehen das. Und die versuchen jetzt hier noch so ein bisschen zu kämpfen. Man kann natürlich auch versuchen, man kann sich dann fürs Team opfern und versuchen, den hier draußen im Nebel zu stunnen, dann selber mit draufgehen. Kann man ja dann alle in den Tod reißen quasi. Ach, er ist quasi der Letzte und der Rest der Letzte aus einem anderen Team quasi. Guck mal, die hauen irgendwie alle auf ihn drauf, ne? Sich das nicht gestunt. Müssen natürlich aufpassen. Der kann natürlich mit günstigen Stunts, kann man hier natürlich, ja, versucht er gerade, ne? Die einfach in den Nebel locken und dann da vielleicht günstig stunnen und so noch ein 1 gegen 5 gewinnen, wenn es so schnell geht, ne? Relativ interessante Möglichkeiten. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denkt bitte dran, das Game ist in der Alpha. Ihr findet alle Infos unten verlinkt. Wenn es euch interessiert und ich denke, im Blick ist es zumindest wert. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein, Freunde. Tschau's.